Von der Kunst zum Tracking. Ja, heute wieder eine Folge aus der Reihe der Teamvorstellung. Wir möchten dir einfach die Leute zeigen, die auch hinter dem Master of Search arbeiten, beziehungsweise in dem Fall ist es sogar direkt im Master of Search. Denn IGIS macht auch die Coachings rund um das Thema Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Ads Tracking und ist da extrem tief drin und kann wirklich jedes Problem lösen, was wir bisher bei unseren Kunden hatten, auch sei es noch so komplex. Damit du ein bisschen über IGIS erfährst, wo er herkommt, was er gemacht hat, wie sein Werdegang war und was eben sein Alltag momentan bei Master of Search ist, das erfährst du dann in dieser Folge. Ja, herzlich willkommen beim neuen Video vom Master of Search. Heute wieder aus der Reihe der Teamvorstellung. Und zwar habe ich heute den IGIS, so wie er bei uns mit dem Spitznamen heißt. Algimantas ist der vollständige Vorname. Ja, IGIS, was machst du bei uns? Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo. Ja, mein Name ist Algimantas, Kurzname IGIS. Und ich arbeite bei Master of Search als Google Analytics und Tracking Spezialist. Und ich bin hier seit letztem September. Ich arbeite mit unseren Kunden bezüglich der Implementierung des Trackings-Technologie Webseiten. Also das gesamte Thema Messbarkeit, also das Tracking von Google Ads, Google Analytics, Tag Manager und auch Meta-Ads, wie ich schon... Ja, auch manchmal Microsoft Ads. Ja, wir hatten auch einen Kunde, der auch TikTok Ads hatte. Und ja, erzähl doch gerne mal, wo du herkommst, weil da hat ja Meta als Unternehmen auch einen gewissen direkten Bezug zu dir. Also früher habe ich bei einer Firma gearbeitet und unser Hauptkunde war Facebook. Ich habe da mit im technischen Bereich oder in der technischen Abteilung gearbeitet. Unsere Kunden eine Hilfe bezüglich der Tracking-Technologie von Facebook bräuchten und ich war da ein Ansprechpartner und auch ein technischer Mitarbeiter. Und deswegen habe ich auch so viele verschiedene Webseiten gesehen und auch verschiedene Situationen bezüglich der Tracking-Technologie. Das finde ich auch sehr interessant, dass ich auch mehrere Kunden hatte pro Tag. Ja, ich würde sagen, so viele Herausforderungen bezüglich des Trackings. Ich würde sagen, dass viele Kunden oder auch bei uns, wir arbeiten normalerweise mit dem Google Tag Manager, aber es gab auch viele Kunden bei der anderen Firma, die auch mit den Plugins gearbeitet haben und ohne Google Tag Manager. Deswegen konnte ich auch viele verschiedene Anbieter entdecken und auch dann die Leistung mit dem Google Tag Manager auch vergleichen. Mhm, ja. Okay, also du hast vorher bei einer Firma gearbeitet, die direkt für Meta Ads-Kunden technischen Support angeboten haben. Ja, also es geht um zwei Richtungen, ich würde sagen, Marketing und auch eine technische Beratung bezüglich der Implementierung des Trackings und auch Herausforderungen des Trackings. Ja. Okay, und bevor wir darüber sprechen, wie du dann zu uns gekommen bist, würde mich noch interessieren, wann hast du gemerkt, dass dich dieses Thema so interessiert? Also gerne auch, nimm auch gerne noch einen Bezug dazu, wo du gebürtig herkommst oder ne, wie dann sozusagen auch dieser Weg in Richtung des Tracking, Coachings und der Einrichtung gekommen ist. Während der Arbeit bei anderen Firmen habe ich auch entdeckt, dass Google Tag Manager und Google Analytics ein sehr interessanter Bereich ist. Außerdem mochte ich immer IT oder diesen digitalen Bereich. Deswegen wollte ich mich in diesem Bereich weiterentwickeln und insbesondere mit dem Google Tag Manager und Google Analytics, weil ich selbst den Google Tag Manager und die alle Möglichkeiten, die man auch im Google Tag Manager finden kann, sehr interessant und finde. Und außerdem gibt es da auch eine Möglichkeit bezüglich JavaScript. Ich würde sagen, einfach, man hat da richtig viele Möglichkeiten auf der Webseite so auf neue Technologie anzuwenden. Deswegen habe ich mich für Google Analytics entscheidet und dann habe ich einfach verschiedene Unternehmen in Berlin gesucht und ich habe Master of Search entdeckt. Damals gab es auch eine Anzeige bezüglich des Jobs und ich habe mich da beworben. Und ich finde, die Anzeige war auch sehr gut geschrieben. Ja, das Thema war über Google Analytics und Google Tag Manager. Ja, und dann arbeiten weiter oder die Arbeit mit dem Kunden und auch Beratungsgespräche und die ich sehr wichtig finde und ich mag die Arbeit mit dem Kunden live auch.
nicht nur im Hintergrund. Und wie kamst du ursprünglich mal zu dem Thema Tracking? Also Studium, hast du was in der Richtung auch studiert? Früher habe ich im Kunstbereich gearbeitet, aber das war immer so, ich würde sagen, 50-50, so im digitalen Bereich. Und außerdem habe ich mit dem Siebdruck gearbeitet in einem Studio des Künstlers in Oslo, Norwegen. Naja, also wir haben dieses Projekt beendet, es war alles erledigt. Dann bin ich hier in Berlin, nach Berlin umgezogen und ich dachte, okay, das ist eine neue Richtung jetzt. Als ich auch gesagt habe, dass ich immer im technischen Bereich gearbeitet habe und deswegen hatte ich auch einen Kurs, das heißt so Bootcamp bezüglich der Webseiten und die Technologie der Webseiten. Dann hatte ich auch so wie meine erste Erfahrung mit dem Tracking bei der anderen Firma bezüglich des Facebook-Trackings. Und dann habe ich mich für Google Analytics entschieden. Ja. Ich habe also Verständnis oder bezüglich der Webseiten-Technologie, verschiedene Anbieter. Also kommst du eigentlich eher aus dem künstlerischen Bereich? Ja. Dann war sozusagen der Weg nach Berlin von Oslo. Ja. Und davor bist du aufgewachsen in? Meinst du als Spezialist? Oder? Nein. Wo du geboren wurdest. Ah, okay. Ich komme ursprünglich aus Litauen. Genau, ja, ich habe auch in Litauen im Kunstbereich ein bisschen gearbeitet, aber dann war ich seit 2013 im Ausland, in verschiedenen Projekten, sowie auch im Kunstbereich. Ursprünglich habe ich auch Geschichte studiert, gleichzeitig habe ich auch Kinobereich gearbeitet, im Kunstdepartment Abteilung, auch mit Videos oder mit der Fotografie und Siebdruck. Und dann habe ich auch für ein Jahr in der Kunstakademie in Polen studiert. Ja, und dann seit dann arbeitete ich mit dem Künstler aus Oslo. Ja. Okay. Und dann hast du irgendwann die Kunst des Trackings entdeckt. ja. Ich dachte auch, ich hatte immer so Interesse sehr großes Interesse für die Technologie. Und ich meine, Kunst hat schon so sehr großen Teil der Technologie selbst, weil so viel Kunst heute einfach im digitalen Bereich vorbereitet ist oder nur später ausgedruckt. Ja, so wie Adobe-Produkten und beispielsweise auch also Videosoftware. Und ich habe da immer mit der Technologie gearbeitet. Ja. Ja. Und deswegen war es auch ganz intuitiv, weiter mich in der Technologie bezüglich der Webseiten entwickeln. Ja, spannend. Ja, solche Lebenswege sind immer spannend. Also meiner ist ja auch nicht so, dass ich dann schon in der Schulzeit wusste, okay, ich mache jetzt was im Bereich Marketing. Eigentlich war ich immer derjenige, der dachte, ich mache irgendwas im Bereich Programmieren, aber das wurde später dann anders. Ja, du hast recht. Ich meine, es gibt auch in unserem Bereich auch, ich würde sagen, so zwei Hauptrichtungen, so bezüglich Marketing und technische Marketing. Ja. Und ich habe mich für technische Marketing entscheidet, weil ich auch selbst sehr interessant diese Webseiten finde und so wie funktioniert alles da, so wie Cookies und andere Scripts. Und natürlich ist es manchmal sehr kompliziert, weil man da wie ein Sherlock Holmes sein muss, so alle Probleme da herauszufinden und entdecken und dann eine Lösung da anwenden. Ja, aber ich finde das ganz sehr interessant. Okay, wie sieht denn dann so ein klassischer Arbeitsalltag aus oder so ein typischer Arbeitsalltag bei uns? Also du machst das Thema Tracking, egal ob das jetzt Analytics, Tag Manager, Meta Ads, Microsoft Ads ist, aber jetzt sagtest du eben schon, du möchtest gerne eben auch den Kontakt zu Kunden haben. Also wie sieht so dein Alltag aus? Ja, ich würde sagen, dass ich jeden Tag so eine Liste vorbereite, so bezüglich der Aufgaben. Es gibt auch manchmal ganz viele E-Mails von unseren Kunden. Und dann, ich würde sagen, ja, also ich möchte auch so jeden Morgen einfach die E-Mails antworten und dann später so mit meiner Liste anfangen, so wo die Aufgaben sind. Ja, also ich versuche das so eine Struktur da vorbereiten bezüglich der alten und neuen Kunden und wie kann man die Aufmerksamkeit bezüglich der Implementierungen auch heilen. Und das heißt, du hast auf der einen Seite Aufgaben, die du dann abarbeitest in den Projekten und auf der anderen Seite hast du aber ja auch Termine, also Gespräche per Zoom oder per Teams mit unseren Kunden, ne? Und auch in dem
wöchentlichen Coaching, was wir ja anbieten. Da bist du ja gemeinsam mit Jörg auch immer als... Ja, so wir haben auch einmal pro Woche einen Coaching-Termin, so, ja. wo unsere Kunden so eigene Fragen stellen können und einfach so, wir versuchen so eine Lösung da zu finden oder etwas schnell implementieren. Ja, das finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit für unsere Kunden und manchmal können wir auch so die komplexen Fragen auch antworten, so schnell, ich meine, ohne einzelne Termine. Und ja, und außerdem habe ich auch einzelne Termine, wenn unsere Kunden auch komplexe Probleme haben und ich versuche von meiner Seite auch eine schnelle, nicht so schnelle Lösung, aber eine gute Lösung herauszufinden und dann die Lösung anwenden auf der Webseite. Ja, und ich weiß von vielen Kundenprojekten, dass du da tatsächlich eine Lösung gefunden hast, die vorher noch niemand anderes gefunden hat. Also insofern das, bist du da sehr tief das, drin. Ja, ich finde auch das sehr interessant in unserem Bereich, dass die Technologie sehr schnell sich entwickelt. Und es gibt jedes Jahr so einen neuen Fortschritt bezüglich der Technologie und auch eine neue Lösung. Selbst Google Analytics bietet auch sehr häufig, kann man sagen, die Updates oder Änderungen, die wir auch weiter an unsere Kunden so anwenden oder vorschlagen. Ja. Deswegen finde ich auch den Google Tag Manager sehr wichtig, weil man da auch so viele Freiheit hat und so auch so viele Möglichkeiten bezüglich der neuen Technologie. Ja, genau. Alle, die da noch nicht so tief drin sind in dem Thema, der Google Tag Manager ist im Prinzip ein zentrales Tool von Google, gratis zur Verfügung gestellt, mit dem man nicht nur Google-Messmethoden umsetzen kann, sondern tatsächlich eben auch Meta-Ads, Microsoft-Ads, alles, was draußen Tracking-Pixel oder Remarketing-Pixel oder ähnliches hat, kann über dieses Tool verwaltet werden und man muss nicht jedes Mal an der Webseite was bauen. Ja. Und außerdem ist sehr wichtig, was ich auch bei anderen Kunden merke, nicht nur bei uns, aber auch in der Vergangenheit, dass viele Unternehmen verschiedene Quellen des Trackings haben. Und Google Tag Manager ist eine Quelle, wo man alle Tags oder alle Technologie auf der Webseite verwalten kann. Das finde ich viel besser als beispielsweise 5 verschiedene Plugins und dann kommt auf dem Top Google Tag Manager. Ja, und es gibt so keine richtige Quelle und die Daten von Google Ads oder Google Analytics 4 sind schon nicht akkurat. Ja, und deswegen kann man einfach den Google Tag Manager jedes Mal öffnen und so da die ganze Liste finden der Technologie. Ja, ich finde das selbst immer wieder faszinierend, das Tool da. Steige ich dann auch aus und bin froh, dass Jörg und du da so tief drin seid. Außerdem gibt es die Benachrichtigungen bezüglich der Updates, was andere Kunden auch manchmal vergessen, wenn sie auch die Plugins nutzen. Ja, und das ist auch ziemlich sehr bequem. So, deswegen finde ich auch den Google Tag Manager ein sehr wichtiges Tool. Jetzt haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, seit wann du bei uns bist. Seit letztem September. Genau, September 2023. Genau. Ja. Das heißt, alle, die das jetzt sehen und die bei uns schon Kunde sind oder auch mal Kunde waren für eine gewisse Zeit, kennen iGIS auf jeden Fall schon. Und wenn ihr Interesse habt, ne, dass ihr natürlich auch von iGIS wirklich richtig tiefe Expertise bekommt im Tracking, dann wisst ihr masterofsearch.de und dann tragt euch dort ein. Ja, wenn jetzt diesen typischen Arbeitsalltag dir vorstellst, was ist das, wo du sagst, dass du am meisten Spaß? Ich würde sagen, dass die Arbeit mit den Kunden bringt mir viel Spaß. Ja, also ich finde, dass jeder Kunde eigene Geschichte hat und auch ich mache auch meine Vorbereitung, bezüglich, wenn wir auch einen neuen Kunden haben und ich sehe, so, welche Webseite-System nutzt man, so CMS, so Shopify, WordPress und so weiter und dann kann ich mir vorstellen, was da, welche Herausforderungen gibt da und was könnte ich da anbieten. Aber jedes Mal, wenn wir einen Termin haben, kommt etwas Neues und das finde ich auch ganz interessant. Natürlich gibt es manchmal Stress, aber ja, das finde ich sehr interessant und ja, die Herausforderungen und außerdem, was finde ich auch sehr wichtig, dass wir für jeden Kunde schon so viel Aufmerksamkeit geben und auch wir versuchen, die beste Lösung da herauszufinden
Und ich finde, dass die Qualität, was wir anbieten bezüglich des Trackings oder Marketings, sehr hoch ist. Ich würde sagen, dass jedes Mal, ja, der Client ist first. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja, natürlich haben wir, oder ich als Mitarbeiter, habe ich eine Möglichkeit bezüglich der Weiterbildung, dass wir auch viel Lernmaterial haben. Das hat mir auch viel geholfen. Mhm. Und natürlich, ja, es gibt eine nette Atmosphäre und sehr nette Kollegen mit so weiter. Genau, das musstest du jetzt sagen. Ja. Wenn du jetzt überlegst, was war in den letzten Monaten so eine der größten Herausforderungen, dass man einfach mal so ein Beispiel hat, wo du gesagt hast, okay, da wusstest auch du nicht sofort die Lösung, aber bist dann auch später drauf gekommen? Viele Kunden von uns möchten auch Google Consent Mode einrichten. So, es gibt ein neues Update von Google. Mhm. In den letzten 2 Monaten finde ich Consent Mode V2 war die größte Herausforderung. Mhm. Das ist ein neues Update von Google. Das ist eine Pflicht in Deutschland oder auch in der Europa. Mhm. Ja, also jede Webseite braucht die Technologie, aber nur wenn man die Google Analytics nutzt. Das ist relativ neu. Und deswegen gab es viele Herausforderungen, wie kann man die neue Technologie mit Consent Banners verknüpfen. Mhm. Ja, und unsere Kunden nutzen auch verschiedene Anbieter des Consent Banners. Das war die größte Herausforderung. Viele andere Unternehmen oder Experten hatten auch zu wenig Kenntnisse. Ja, das war die größte Herausforderung seit dem März. Mhm. Okay. Und kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an einen Kunden, wo immer die Conversion-Werte doppelt erfasst wurden zum Beispiel, mhm, und auch einige andere, wo ja... Ja, es gab schon viele Kunden von uns, die ziemlich viele Daten verloren haben bezüglich, mhm, der Conversions in Google Ads. Mhm. Und der Grund dafür war, weil sie kein Update des Google Consent Modes hatten. Mhm. Und ja... Außerdem gab es auch viele Probleme bezüglich der Zielgruppen, so die Kunden, die Remarketing-Kampagnen haben. Das war ein Problem, und natürlich gibt es auch die anderen Kunden, die, so wie was du auch jetzt gesagt hast, doppelte Conversions hatten oder doppelte Werte. Und das ist schon so die größte Herausforderung für Design, weil der Kunde viel Aufmerksamkeit bezüglich des Problems verbraucht. Wir versuchen auch, ja, also die beste Lösung da herauszufinden, aber manchmal gibt es die Probleme, die man nicht so schnell lösen kann. Es, mhm, dauert so 3 Wochen oder 4 Wochen, weil, mhm, die Auswertung der Daten auch manchmal länger ist, auch die Technologie aktualisiert sich auch ein bisschen so langsamer. Mhm. Okay, na, das, was ich oft auch sehe, ist, dass ja das noch viel früher anfängt, dass die Kunden gewisse Dinge messen, wenn sie überhaupt messen, mhm, die eigentlich gar nicht für sie gewinnbringend sind. Also dann werden Conversions gemessen für eine Sitzungsdauer oder anderes, was als Hilfskonversions sinnvoll ist, aber wenn man die Kampagne nur auf so etwas optimiert, dann kann man tatsächlich auch wirklich die falsche Zielgruppe ansprechen, weil Google dann ja nur mit diesen Daten arbeiten kann. Also auch das sehe ich sehr häufig, dass die Probleme dann noch viel früher anfangen. Oder nennen wir es lieber Herausforderung. Probleme. So, die richtige Kampagnen bezüglich Google Ads einrichten möchte, so das Tracking muss auch gut gepflegt sein. Das ist sehr wichtig. Außerdem Consent Banner, Google Consent Mode, und es gibt schon so verschiedene. Man kann schon eine Liste vorbereiten bezüglich des, ja, Trackings. Ja, genau. Auch da für alle die Consent Mode. Ich denke mal, die meisten von euch haben das schon gelesen oder gehört. Mhm. Aber für alle, die den das noch nicht sagt, das ist im Prinzip die Einwilligung, dass der Nutzer, der auf deine Webseite kommt, mhm, zustimmt, dass dort auch entsprechend das Tracking etc. ausgeführt wird. Also diese ganzen Banner, die groß oder klein auf der Webseite auftauchen und du musst dann drücken auf Akzeptieren oder Ähnliches, das ist ganz grob gesagt mit diesem Consent Mode gemeint. Und da gab es halt eine Verschärfung des Datenschutzrechts in Europa. Genau.
Ja, und bezüglich der Google Ads-Kampagnen, ja. Wenn du jetzt so mal überlegst, was die häufigsten Fragen sind, auch von unseren Kunden in den Coaching-Terminen, also wo jeder Kunde seine Frage einreichen kann und dann kriegt er das beantwortet oder auch direkt eingerichtet. Ich würde sagen, Nummer eins ist, dass die Conversions eine schlechte Leistung haben. Mhm. Ja, manchmal haben die Kunden so eine neue Conversion angelegt und es gibt kein Datum seit einem Monat oder ich habe auch gesehen, andere Kunden haben keine Daten für 6 Monate erhalten. Und weil das Tracking schon so ganz ziemlich falsch eingerichtet ist, oder es gibt so ein Update auf der Webseite und sie merken das selbst nicht mehr und keine Person hat das Tracking auch aktualisiert. Ja, das würde sein Nummer eins, dann Content Mode oder Content Banner. Naja, und wie kann man das Tracking oder die Conversion verbessern? So bezüglich Google Ads, so Kauf-Event oder Lead-Event. Was wichtig ist auch, so Offline-Conversions für die Webseite, die Leads sammeln möchte. Das ist auch sehr wichtig. Wir bieten auch für unsere neuen Kunden oder auch alte Kunden immer so Offline-Conversions. Und das ist, man braucht schon so da technische Kenntnisse so für die Implementierung, aber das ist auch sehr wichtig für die Webseite, die Leads sammeln möchte. Ja. Genau, auch da kurz von dem Verständnis, was ich habe zu Offline-Conversions. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel Anfragen bekommt per Kontaktformular oder auch eine Terminvereinbarung, die eingetragen wurde, dann endet oftmals dieses Übermitteln dieser Conversion an Google in diesem Moment. Das heißt, wenn jemand einen Termin vereinbart oder ein Kontaktformular ausführt, ist an dem Moment Schluss. Aber das, was ja viel wichtiger ist, ist, was passiert denn später mit diesem Kontakt? Also wird da wirklich ein Kunde für dich da draus oder wird da eben keiner draus? Sind das Anfragen, die zielgerichtet sind oder nicht? Und das ist im Prinzip dann dieser Ansatz für die Offline-Conversions, dass man sagt, okay, ich übermittle dir, liebes Google, dann jetzt nochmal Informationen darüber, was aus welchen dieser vorherigen Kontaktanfragen geworden ist. Im Sinne einer Wertigkeit. Also vielleicht der Umsatz, der damit generiert wurde, oder das kann auch ein fiktiver Wert sein, aber einfach, dass Google eine qualitative Unterscheidung machen kann von den Anfragen, die dort reingekommen sind. Ja, was ist denn sozusagen deine tägliche Motivation, auch zu uns ins Büro zu kommen? Und tatsächlich hat auch Aigis einen recht weiten Fahrtweg. Also wir sitzen ja in Spandau in dem Berliner Bezirk, das ist der Stadtrand. Und Aigis wohnt jetzt in Tempelhof, das ist jetzt nicht extrem weit weg, aber ich glaube 45 Minuten Fahrtweg hast du. Das ist halt ein bisschen länger. Der Weg ist ziemlich lang, aber ich finde auch sehr wichtig, so wie Arbeitsbereich zu haben, weil man auch da eine bessere Fokuszeit hat. Mhm. Und wir haben hier im Büro sehr gute Ausstattung. Mhm. Außerdem gibt es meine andere Kollegin, die ich auch sofort eine Frage da stellen kann oder wenn ich auch eine Beratung brauche, ich bekomme das. Mhm. Ja, und natürlich, der andere Teil der Motivation ist auch die neuen Herausforderungen mit den Kunden und auch die Probleme. Ich finde auch ganz wichtig, bezüglich des Trackings natürlich. Ja, das ist ganz wichtig oder das ist meine Motivation. Oder diese 50 Minuten, die ich jeden Tag im S-Bahn verbrauche, so ich nutze das auch für meine anderen Aufgaben oder private Aufgaben oder ich lese die Neuigkeiten bezüglich des Trackings oder Google Analytics. Ja. Mhm. Okay. Und wenn du sagst, du findest das hier toll, auch mit den Kollegen, wie würdest du so unsere Unternehmenskultur beschreiben? Ich finde, dass Master of Search eine flache Hierarchie hat, was für mich auch wichtig ist und auch, ich denke, für andere Kollegen oder auch Personen, ja, ich würde sagen, generell. Außerdem, meine alle Kollegen sind sehr freundlich und wir haben auch sehr interessante Gespräche im Fachbereich. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Wir können auch gemeinsam die Lösungen oder die richtigen Lösungen für unsere Kunden herauszufinden und die später testen, anwenden und oder überprüfen. Ja. Mhm. Mhm. Das war sehr wichtig für mich. Mhm. Mhm. Okay, prima.
Ich glaube, dann haben alle einen guten Überblick darüber, was du bei uns machst, wo du herkommst. Und gibt es noch etwas, was du zum Schluss noch sagen möchtest oder jemand, der auch grundsätzlich interessiert ist an dem ganzen Thema Tracking etc.? Hast du da irgendwie noch Ratschläge? Ja, eine größte Herausforderung heute ist, dass es so viele Informationen gibt. Ich würde vorschlagen, neugierig zu sein, weil manchmal gibt es so viele Informationen und auch so viele Updates und man kann schon so Lust verlieren oder sagen, okay, das ist, weil das Tracking und Marketing selbst oder als Bereich ist sehr breit und deswegen gibt es häufig so viele Informationen oder Änderungen. Man kann auch schon sagen, dass okay, ich möchte mich einfach nur in eine Richtung gehen, aber Marketing selbst ohne Tracking-Kenntnisse funktioniert auch, es kann funktionieren, aber ja, man kann schon so viele Daten verlieren und so weiter. Ja, so ich meine, ich würde sagen, dass Geduld und auch hier sehr wichtig ist. Ja, manchmal braucht man mehr Geduld oder auch mehr Zeit, einfach die ganze Kenntnisse zu sammeln und dann so in einem Bild das haben und dann kommt das Aha-Moment bezüglich des Verständnisses der Technologie oder des Trackings oder Google Ads. Ja, und das ist ja auch das, was wir dann im Alltag auch mal toll finden, wenn wir merken, die Kunden haben jetzt eine Lösung, sie haben es verstanden. Wir arbeiten ja komplett transparent. Das heißt, wenn du eine Herausforderung hast rund ums Thema Google Ads oder eben auch das Thema Tracking, was beides ja eng verzahnt ist, ne? Das eine geht meistens nicht ohne das andere. Und ja, wenn du das hast und gerne dein Wissen da aufbauen möchtest und wirklich individuelle Lösungen für dich auch haben möchtest, dann gehst du einfach auf die masterofsearch.de Seite und trägst dich ein für ein Erstgespräch. Ja, dann danke ich dir, Aigis, vielmals für das Interview und freue mich, dass wir uns weiterhin jeden Tag auch im Büro sehen. Ja, ich auch. Vielen Dank auch für die Einladung. Gerne.